Ich fahre seit jeher einfach gerne Fahrrad, egal ob E-Bike oder klassisch, egal ob lange Tagestouren oder mit der Family am Wochenende zur Eisdiele. Und wenn man dann natürlich noch die Möglichkeit hat, in so einer Zukunftsbranche mit einem tollen Team zu arbeiten, umso besser. Ich bin Thomas Göbel, Victoria Brand Manager und arbeite im Team daran, die Marke Victoria strategisch weiter zu positionieren und auszurichten. Und das macht extrem viel Spaß. Ja, man kann sagen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und unsere Aufgabe ist es, die Marke weiterzuentwickeln, Strategien für die Zukunft zu entwickeln, um entsprechende Fahrzeuge dann auch in den Markt bringen zu können. Und das machen wir gerne. Den einen Victoria-Kunden, den gibt es so nicht. Den hat es sicherlich auch noch nie gegeben. Denn das, was wir machen, wenn wir die verschiedenen Baureihen planen und entwickeln, dann haben wir wirklich verschiedene Zielgruppen vor Augen, die verschiedene Bedürfnisse haben, die wir dann mit diesen Rädern auch erfüllen wollen. Und das Ganze sicherlich auch von dem Hintergrund, dass sich die Gesellschaft, das Mobilitätsverhalten natürlich auch ständig ändert und anpasst. Und demzufolge passen wir natürlich auch unsere Bike-Konzepte an. In Victoria testen und kaufen ist kein Problem. Das geht bei unseren Partnern im Fachhandel. Davon haben wir mehr als 1000 Stück. Und die sind in Deutschland, in Österreich, in Benelux, aber auch in Dänemark. Es wird Konzepte geben, leichte Urban-Konzepte, wo ich dann wirklich das E-Bike auch für kürzere Strecken nutze, in kleinen Wohnhäusern oder Wohnungen die Treppen hoch und runter tragen kann. Der Trend zu den Trekkingrädern bzw. deren Auskopplung, den SUVs für schlechte Wege, das wird definitiv noch weitergehen. Dann aber auch wirklich mit kategorielosen Konzepten, die einfach übergreifend viel mehr können als die aktuellen Räder. Also da gibt es sicherlich noch einige vielversprechende Konzepte, an denen wir gerade arbeiten. Und damit natürlich auch ganz klar angesprochen die weitergehende Digitalisierung, das heißt die Nutzung von Service-Apps oder eben auch die Konnektivität, dass ich dann wirklich das Schloss per Handy öffnen und schließen kann und immer weiß, wo steht mein Rad. Also da wird dann die Zukunft sicherlich im E-Bike-Bereich noch deutlich weiter einkehren. Ich bin Jan Hoffmann, Designer im Produktmanagement-Team bei Victoria und zuständig für das Design der Fahrräder, aber auch für das Erscheinungsbild der Marke. Das Fahrrad ist ein faszinierend ursprüngliches Fortbewegungsmittel für mich und ich denke auch im Zuge der zunehmenden Elektromobilität bekommt es gesellschaftlich immer eine stärkere Rolle. Victoria steht für Räder, die täglich im Gebrauch sind und wir vom Produktmanagement-Team entwickeln Räder sowohl für Ausflugsfahrerinnen als auch für Berufspendler, die das Rad täglich im Einsatz haben. Ja, ich denke gerade durch die zunehmende Verkehrsdichte, aber auch durch die Reichweitenerhöhung durch ein Elektrofahrrad wird es gerade für inner- und außerstädtische Pendler immer attraktiver, weil keiner hat Lust im Stau zu stehen oder im überfüllten Nahverkehr zu sitzen. Und ja, mit dem E-Bike kann ich zuverlässig auf der Arbeit ankommen, ohne dass ich nass und verschwitzt bin. Und hat auch noch den Vorteil, dass ich auf der Arbeit wach bin dann. Ja, ich denke, Design und Funktion spielen bei Fahrrädern, die täglich im Gebrauch sind, eine ganz wichtige Rolle. Weil wenn nur die Technik funktioniert, dann kann man das Rad zwar benutzen, aber wenn das Design funktioniert, dann will man es auch benutzen. Und wir von Victoria wollen ja Räder bauen, die ganzheitlich begeistern. Allen voran ganz klar immer die Prämisse, wir bauen komfortorientierte Bikes, das werden wir auch künftig so machen und letztendlich kann man unterm Strich sagen, Victoria steht für das Komfort-Utility-Vehicle, jetzt und in Zukunft.